dass er dem Hotel keinen nachhaltigen Schaden zufügt. Patrick hat schon einen großen Fehler gemacht. Die Hotelchronik. Du hast doch Mitglieder regelt. Ich habe den selbst mitentwickelt, ja. Worauf willst du hinaus? Patrick verstößt mit der Chronik gegen Paragraph 2. Respektvoller Umgang. Deshalb habe ich die Chronik bereits an den Vorsitzenden nach Genf geschickt. Was? Das ist nicht dein Ernst. Doch. Herr Jansen, haben Sie eine Sekunde? Höchstens. Ich mach's kurz. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Bei dem anderen eine Garage. Alle Bürger, die Bauanträge stellen, sind ungeduldig. Und vermutlich geht Ihnen keiner so auf den Wecker wie ich. Ganz abgesehen von den persönlichen Befindlichkeiten. Ach so, ja, da gab es doch heute ein Memo des Bauausschusses, stimmt so? Ja, Ihr Antrag wurde genehmigt. Das klingt doch gut, oder? Jetzt halte ich Sie aber wirklich nicht mehr länger auf. Militzer? Prüft was? Was Patrick mit seiner Chronik versucht, ist respektlos. Sein ganzes Verhalten dir gegenüber. Damit darf er nicht durch miteinander prägt. Da bin ich ganz bei dir. Ja, wo liegt denn dann das Problem? Der Ausschluss schadet nicht nur Patrick Militzer, sondern er schadet in erster Linie Herr Patrick zu verantworten. Darum geht es nicht. Du stellst das Wohlergehen des Hotels immer noch über deine Würde. Nach allem, was Patrick und Holger Militzer dir stellt. Genau. Und Patrick ist jetzt der Nutznießer davon und tut so, als ob sie Flickenschild-Ära nie gegeben hätte. Und dem müssen wir uns entgegenstellen, ohne die Gerechtigkeit walten lassen. Ich bin dir für deine Solidarität auch dankbar, aber es ist der falsche Weg. Mit einer Abmahnung davon kommen zu lassen. Der Klempner ist weg. Auch wenn er etwas irritiert gewirkt hat. Glaubst du, er hat mitbekommen, was hier gerade abgeht? Hm? Dass ihn eine Sex... Übrigens siehst du schräg aus. Der ist dir ein bisschen zu klein. Wenn er dir nicht gefällt, dann kannst du ihn mir ja ausziehen. Oh, jetzt wird der Klempner aber richtig forsch. Das Bett da drin, das quietscht ganz toll. Das müsste, glaube ich, noch wieder geölt werden. Da könnten Sie mir wirklich beibringen. Überhaupt kein Problem. Hm. Allerdings müssten Sie mir zeigen, wo genau ist. Kann ich die Reparatur natürlich auch schneller durchführen, auch wenn ich mir gerne Zeit nehme, es gründlich mache. Komm, ich mein's ernst. Ich habe Gunther und Sidney zum Essen eingeladen. Muss noch einiges vorbereiten. So kann ich die beiden doch nicht empfangen. Das wäre doch mal was anderes. Mhm. Übrigens, das Bett zu Hause quietscht auch. Ach. Hey, na, ich habe immer mehr Besucher auf meinem Backblock. Schön für dich. Hast du wirklich ganz toll eingerichtet. Hier, guck mal, die Leute fragen, wo sie mein Backequipment kaufen können. So. Gib ihr Zeit. Für Kinder ist es schwer, wenn die Eltern sich trennen. Kinder? Svante ist eine kluge, junge Frau. Sie spricht es nicht aus, aber sie findet, dass ich alleine schuld. Garantiert wieder besser werden. Na, hoffentlich. Bestimmt. Hab Geduld. Ach, ich wäre schon froh, wenn Arne endlich aufhören würde, sie gegen mich aufzustacheln. Also das... Hi. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Nein, alles gut. Wo bleibt Pierre denn? Ah, der weiß Bescheid. Der kommt bestimmt jeden Moment. Ah, die anderen sind auch schon da. Ja, und ich haben das Infomobil auch schon fast fertig. Ah. Und wir haben einen Plakataufsteller für die Ladefläche gebaut. Wunderbar. Und ein Tablet für den Werbeclip besorgt. Und die Hauptuntersuchung? Ich würde natürlich gerne die Grabungsstätte besuchen. Erstens herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Danke. Am besten wäre es natürlich, wenn Sie persönlich die Führung übernehmen. Ist das letzte Grabung? Ja, umso wichtiger, dass wir das Land mit einbeziehen. Ja, wie gesagt, es wird nicht reichen ohne die Gelder aus Berlin und Brüssel. Das ist mir völlig klar, aber ich bin da ganz guter Dinge. Ich werde es versuchen, Herr Jansen. Etwas anderes. Darf ich davon ausgehen, dass ich bei der Planung des Kulturausschusses für die neue Abteilung... Sehr gerne. Ja gut, dann... Vielen Dank und ich sage Ihnen Bescheid, sobald der Ministerpräsident angekommen ist. Gut. Die ist nicht da. Und? Stellt er das Verfahren gegen Patrick Militzer ein oder gibt er sich mit einer Abmahnung zufrieden?
Er lässt sich nicht in die Karten gucken. Aber er hat gesagt, dass er gegenüber nachsichtig sein. Das haben Sie sich ja fein ausgedacht, mich beim Ancient Listed-Vorstand zu verleumden. Herr Militzer, nicht in diesem Ton. Gunther hat... Respektloses Verhalten ohne Konsequenzen bleibt. Kommen Sie mal von Ihrem hohen Ross runter. Der alte Mann sollte sich damit abfinden, dass das Hotel mir gehört, mir ganz allein. Es reicht! Ja, ja, ich weiß, wo die Tür ist. Aber mit dieser... Das ist doch er verantwortlich, was Sie kräftig befördert haben. Getrunken hat er ganz allein. Lass es, es bringt nichts. Stimmt. Und Ihre Intrige beim Vorstand bringt auch nichts. Reto oder mal... Tja, jetzt hast du gesehen, wes Geistes Kind er ist. Und du willst ihn trotzdem schützen? Nur das Hotel. Irgendwann. Der Bote war immer noch nicht da. Wirklich? Also das bedeutet, wir haben jetzt dann ganz einfach. Die Kunden lassen sich die Karte in den teilnehmenden Geschäften abstempeln. Und wer 10 Stempel voll hat, bekommt einen 5-Euro-Gutschein in einem Laden seiner Wahl. Hm? Wie wär's mit die Nacht der Läden? Weitere Vorschläge? Offen für alle. Shoppen unterm Sternenhimmel. Das ist ja super. Ja, das ist es. Ja, super. Cool. Das setze ich auf den Flyer und die Stempelkarten. Schicht am Infomobil. Also, wir beide übernehmen. Hm? Wie und was mit der Rösterei? Okay. Mika hält die Stellung. Gut, also wenn wir alles geklärt hätten, ich würde ganz gerne mal die Wäscherei wieder... Tschüss. Also, ciao, ciao. Bis später. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und geht's dir gut? Ich glaube, es tut uns beiden gut. So ein Abstand. Und jeder kann für sich mal in Ruhe drüber nachdenken. Und dann gehe ich jetzt nach Hause und gucke, ob der Anlasser schon da ist. Wenn er mal da ist. Wir sehen uns in der Werkstatt? Sehen uns in der Werkstatt. Ich helfe Ihnen heute Abend beim Falten der Flyer und beim Einlegen der Stempelkarten. Ach, Frau Rose, das ist ganz lieb von Ihnen, aber das ist nicht nötig. Außerdem, Sie haben sich schon diesen tollen Slogan ausgedacht. Ja, das war ja nun keine... Ich wollte meinen Anzug abholen. Ah ja, wunderbar, der ist fertig. Ich hole ihn erst hin. Gut. Ja. Es ist gut, dass ich Sie treffe, ja? Herr Jansen. Großflächig Steinpilze aus. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Ja, und das führt zur dauerhaften Schädigung des Bewuchses. Und damit wird das ökologische Gleichgewicht im Wald zerstört. Das weiß doch jeder. Aber in erster Linie muss diesen Vandalen das Handwerk gelegt werden. Also ich werde Ihr Anliegen weiterleiten. Im Moment ist es etwas hektisch wegen dieser Entdeckung von der Varusschlacht, aber ich kümmere... Ist das Steinpilz verschwunden? Für immer? Frau Rose... Wir werden etwas tun. Auf meinem Schreibtisch landen täglich Wünsche und Anträge und alle wollen respektiert werden. Aber die... Wunderbar. Was bekommen Sie? Na, Sie haben doch schon bezahlt. Ach so, ja, natürlich. Danke, Frau Silber, gerne. Frau Rose. Tschüss. Ein Espresso, bitte. Gerne. Das, ich lebe dort. Ah. Wollen Sie Urlaub machen? Oh, da komme ich gerade her. Nee, ich habe einen Vlog-Channel im Kosmetikbereich und suche eine Location für einen Dreh. Und ich weiß, Porto ist im Moment sehr angesagt. Und ich finde das Justus wohl eigentlich sehr schön. Ja. Edel, modern. Das trifft leider nicht auf den Pool zu. Ein im Marketing. Aber ich habe in Porto ein Hotel. Klein, aber fein. Nicht zufällig mit Pool? Natürlich, mit einem... Wow. Nein, nein. Und im Garten gibt es ganz viele lauschige, schöne Plätze und Pflanzen in den prächtigsten Farben. Wir werden uns schon einig. Okay. Aber jetzt bin ich gerade in Eile. Oh, ja, bitte. Danke. Augenblick. Hallo, Sigrid. Na? Und dann schicken Sie mir Ihre Kontaktdaten. Ich danke Ihnen. Tschüss. Danke, tschüss. So, ich bin wieder da. Was gibt's? Worum geht's? Ich gehe inzwischen doch davon aus, dass meine Frau die Scheidung vorbereitet. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tun muss, wenn sie mir die Papiere auf den Tisch legt. Also da ich ihn mit ihrer Frau besprechen. Ja. Sie meinen wegen des Zugewinns? Ja, ganz genau. Mit dem Trennungszeitpunkt ist der Status der Ehe als Zugewinn... Ja. Mhm. Aber wie gesagt, besprechen Sie das am besten mit Ihrer Frau. Gut, danke. Hallo. Hallo, Frau Fries. Aber da kann ich es erst morgen abholen und ich brauche das Ersatzteil heute. Und zwar dringend.
Wenn es so dringend war, warum bist du nicht hier geblieben? Ich bin nicht dein Dienstbote. Ja, guten Tag. Spreche ich mit Spedito? Hier ist Helen Fries. Es geht um die Lieferung. Klein Moment. 0178-4156-722. Geisen muss. Entschuldigung, ich bezahle mit. Nein, 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 er wird mir keine Steine in den Weg legen. Okay, bis dann. Oh, Frau Sarah Wagner, die hat einen Gast hier vergessen. Eine attraktive Dame mit kurzen Haaren. Ah, der gehört keinem Gast, sondern der gehört Sydney. Gut, danke. Danke. Nicht mehr? Hey. Das ist viel mehr, als die meisten in so kurzer Zeit schaffen. Also freu dich. Okay. Immerhin steigere ich mich langsam. Wenn das kein Zufall ist. Das Infomobil fertig machen? Ja, wenn Helen den neuen Anlasser hat. Ich wollte dich mal was fragen. Ich würde gerne den neuen Slogan in den Werbefilm einarbeiten. Weil die erst morgen. Und die HU? Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Wie haben Sie sich denn eigentlich in Porto eingelebt? Ach, sein. Diese vielen kleinen Gassen und die barocken Kirchen. Ich war leider noch nie da. Auch in Lissabon nicht. Ist Portugal nicht insgesamt ein bisschen... Ah, ja, klar. Entschuldigung. Oh. Kommen Sie durch? Ja, danke. Oh, das sieht ja wieder so lecker aus. Ja. Mitunter, ist bei dir alles in Ordnung, du? Siehst du besorgt aus? Nein, nein. Sicher an René Siegel? Ja, das ist doch der Herr, der dir das Tanzen beibringen wollte. Ja, und der war neulich mal wieder in Lüneburg. Ja, er hat wieder bei Frau da Silva in der Wäsche. Hey. Du bist ja schon mitten im Imagewechsel. Wenn ich eine anspruchsvolle Klientel... Weil ja eine Kosmetiklinie unter deinem Namen herausgibt. Wirklich? Ja. Ich hatte Bedenken, weil... Weil ich dann in Zukunft noch mehr reisen muss. Nicht. Meine Basis bleibt Lüneburg. Bis auf ein paar Drehs und Promotion findet alles hier statt, okay? Das hoffe ich. Gucken, irgendeine angesagte Stadt mit Flair im Süden. Mabea ist doch wieder hip. Oder Bibione. Ja, mal gucken. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich prozentual an... Vermutlich bist du bald sehr reich. Ja, ja, träumen weiter. Aber wer weiß... Ja, wenn es gut läuft, kann ich dir finanziell vielleicht unter die Arme greifen. Damit ich der Hotelumbau nicht kann. Sieht nicht so aus. Nee, tut mir leid. Alles klar. Vielleicht einen Kollegen oder so haben. Danke. Na, er hat auch kein Paket für mich. Ruf die Zentrale. Nein, ich bin wirklich sauer. Ich könnte echt im Dreieck springen. Bitte, ich bin gespannt. Hi. Hey. Zum Vergnügen. Das Paket mit dem Anlasser für unser Infomobil ist nicht bei mir angekommen. Und jetzt suchen wir den Paketboten, damit es nicht wieder mit zur Post nimmt. Ja, sonst müssen wir bis morgen warten, bis wir es holen können. Aber die Hauptuntersuchung... Warum? Du hast die gerichtliche Erlaubnis, die Chronik zu vertreiben. Wofür ich mit ziemlichem Aufwand das Foto unkenntlich... Und daraus wollen die den Strick drehen? So lächerlich. Die Flickenschilds fühlen sich nicht angemessen dargestellt. Und das soll jetzt der Verband beurteilen? Sydney hat ein Pöttchen... ...und nichts beanstanden hatte. Gut, abgesehen davon, dass er dem Hotel einen Außenpool aufdrücken wollte. Die Sache ist vom Tisch. Ich sollte mir keinen Kopf machen. Reisen, damit Ruhe ist. Du konntest das Essen gar nicht genießen, stimmt's? Das hast du dir doch gedacht, oder? War das Verfahren eingestellt? Ich hab's versucht. Aber es sind bereits Beschwerden von Gästen eingegangen. Gegen respektlosen Umgang mit seinem Vorgänger. Man schätzt dich eben. Ach. Du hast das Hotel so viele Jahre ganz persönlich geführt. Ach, deswegen hast du dir den ganzen Abend solche Sorgen gemacht. Mit ansehen zu müssen, wie es mit dem Hotel stetig bergab geht, ihn zu halten, weil er wütend ist. Aber wenn ich ihn unterstütze, und wir Einigkeit demonstrieren, dann sollte es doch möglich sein, dass ich möchte, dass das Hotel im Verband bleibt. Trotzdem, eine sehr große Geste. Ein Versuch ist es wert. Mhm.
Oh Gott. Ein Studienführer? Oh ja, bitte lenk das nachher mit mir zu einem Vortrag über Pilze zu gehen. Erika hält einen an der VHS. Auch wenn mich Pilze wahnsinnig interessieren, ich muss arbeiten. Oh Mann, schade. Forstwesen und Müll sammeln. Wenn du dich so langweilst, freust du dich bestimmt, dass ich... Ich weiß. Und es ist ein super Vorwand für deinen Vater, mit meiner Mutter rumzuflirten. Wir haben noch diesen Werbeclip, der auch schon bei den Aktionen gegen die Salzmarktpassage verwendet wurde. Du schon. Okay, Rosa. Sie hatte die Idee für diesen Spruch. Du weißt, wie du mich rumkriegst. Das hoffe ich doch. Ja, gut. Das ist super. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Tschüss. Die Sitzung des Kulturausschusses ist sehr gut gelaufen. Wirtschaftlich? Jetzt machen wir, ne? Ich bin schon sehr gespannt auf die neue Abteilung im Museum. Also mit Ihnen als Experte bin ich ganz zuversichtlich, dass das hervorragend wird. Verstehe ich ja. Geht mir und Hajo ähnlich, wenn wir uns mehrere Wochen nicht sehen. So. Ja, eine Exkursion in den Wald. Ach so, Sie suchen wieder Ihren Schützenscherbling. Nein, heute geht es um Pilze. Pilze? Genau das ist heute auch mein Thema. Schauen Sie mal, was ich ganz, ganz genau... Rausgerissen worden. Und? Ja, das darf man nicht. Pilze muss man mit dem Messer abschneiden, sonst verletzt man das... Was wir Pilz nennen, ist eigentlich nur der Fruchtkörper. Der Pilz selbst, der liegt im Erdreich. Nicht? Und der darf nicht geschehen. Der Verkäufer hat ja wohl nicht so viel Rücksicht auf den Mützel genommen. Das Myzel. Vielleicht war der Pilzverkäufer einer von denen gekauft. Wie sah denn der Mann aus? Ja, ganz normal. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und was macht man da? Man benutzt Techniken der Gemälde- und Skulpturenrestauration. Das klingt ja wirklich kompliziert, aber ich glaube, das kann man sich viel besser... Wollt ihr euch nicht endlich mal setzen? Ihr werkelt die ganze Zeit rum. Ich möchte niemanden mit meinem Gefachsimpel langweilen. Oh nein, Sie langweilen nicht. Überhaupt nicht. Ich find's total spannend. Soll ich mitkommen? Dann bleibt ihr auf dem Espresso sitzen. Oh, na ja. Oh, kein Problem. Wir wollen euch ja nicht aufhalten. Vielen Dank für das leckere Essen. Danke. Gerne, gerne. Danke, tschüss, tschüss, tschüss. Vielen Dank. Eure Liebestäter. Ach, die Benzinzufuhr. Meine Güte. Ah ja, nehme ich. Bitte schön. Mhm. Und die Rechnung. Alles gut, ja. Dann habe ich noch Folgendes zu machen. Super. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, bitte schön. So, jetzt schicke ich Hannes gleich mal eine SMS. Der kommt bestimmt schon um von Neugier. Was wird denn jetzt mit dir? Ich meine, wie gehst du denn jetzt um mit diesen ganzen Provokationen deines Mannes? Wir können jetzt über Ihren Videodreh bei mir im Hotel sprechen. Daraus wird nichts. Ich bin die Lebensgefährtin von Patrick Mullian. Ich habe mir Ihre Videos angesehen und ich finde sie gut. Wollen Sie Ihre Karriere tatsächlich privaten Befindlichkeiten unterordnen? Ich sehe das nicht. Der weiß nicht mal was davon. Es ist nur meine Entscheidung. Kann sie wirklich nicht umstimmen? Ich will nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die Patrick, aber... Trotzdem schade. Ja. Trotzdem. Danke. Schön.
Schon erstaunlich, wie wenig Ahnung die Leute von Pilzen haben, was? Aber gerade deswegen fand ich es gut, dass du mit uns in den Wald gegangen bist. War auch viel spannender als so ein Dia-Foto. Mich ärgern nur diese Pilzvandalen. Das sind zum Teil richtig organisierte Banden. In der Eifel, da wurde ein... Denn ein Pilzräuber von einem ganz normalen Sammler. Also pro Person darf man nur 2 Kilo für den einen Bedarf sammeln. Ach, okay. Und zwar abgeschnitten. Egal. Naja, und dann verkaufen sie alles. Zum Beispiel an sorglose Kunden, so wie an Frau da Silva. Ihrem Kurs einen jungen weißen Knollenblätterpilz von einem Champignon unterscheiden können. Ich finde das aber auch echt schwierig. Also dieser Gallenröllen zum Beispiel. Ja, aber man kriegt davon heftige Magenkrämpfe und das reicht ja wohl. Gut aufgepasst, meine Kleine. Man muss eben genau hinsehen, mit Bedacht sammeln. Ich würde ja diese Bande, die da bei uns räubert, gern schnappen. Da kann man nur hoffen, dass die Typen Ahnung haben und keine Giftpilze verkaufen. Also Sehnsucht nach dem alten Büro oder etwa nach mir? Sehr originell. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre Anhörung beim Vorstand der Angel Listed Hotels. Sie sind hier, weil? Weil mir das Hotel noch immer wichtig ist, auch wenn Sie mittlerweile Eigentümer sind. Das haben Sie Ihrem eigenen Versagen zuzuschreiben. Ich will nicht, das ist 3 Könige. Sie mir kurz zu. Wichtig ist, dass Sie bei dieser Anhörung einsichten wollen. Es ist wahr. Hören Sie auf, mich zu schulmeistern. Ich komme hervorragend ohne Sie klar. Ich habe keinerlei Bedürfnis, Ihnen zu helfen. Es geht mir lediglich um das Hotel. Gemeinsam bei dieser Anhörung auftreten, um den Ausschluss des 3 Könige aus dem Verband zu verhindern. Wieder in Trier sein werde, in unserem römisch-germanischen Museum. Na klar, ich melde mich. Ja, wiederhören. Du kannst mich doch gar nicht mehr bezahlen, du Idiot. Sie wollen es. Ich bin in der nächsten Zeit hier quasi unabkömmlich. Ja, ist schön, wenn man so begehrt ist. Ja, es schmeichelt an, das stimmt. Aber andererseits... Und zerbricht. Ja, da haben Sie recht. Kommen Sie doch mit rein auf ein Glas Wasser. Gern. Sich für seine Beziehung zu kämpfen, wenn einer sie schon aufgegeben hat. Sie meinen also Ihre Frau? Ja. Aber wenn man so ein Opfer schon nicht würdig, dann... Meine Frau denkt halt nur noch an diesen Kaffee, Heini.